Der Mid-Season-Patch ist da und mit ihr eine neue Waffe, und zwar die Chimera, heiß begehrt. Sie ist jetzt verschrien als sehr, sehr, sehr starke Waffe. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sie freizuschalten. Wir zeigen euch jetzt die allerschnellste. Dazu setze ich erstmal meine Brille auf, dann gehen wir auf Shipment, auf die neue Multiplayer-Map, starten eine Runde und wählen dann in der Runde eine AR aus. Mit dieser AR machen wir 2 Kills. Das ist ganz cool, ihr könnt damit irgendwelche Waffenherausforderungen noch weiterspielen, also je nachdem, was ihr braucht. Auf jeden Fall 2 Kills ist das Minimum, was ihr spielen müsst. Und danach geht ihr raus und direkt wieder in die nächste Shipment-Runde rein. Warum Shipment? Weil Shipment einfach super schnell zu spielen ist. Ihr habt sofort innerhalb von Sekunden die beiden Kills zusammen. Macht die beiden Kills, geht wieder rein, raus, rein, raus. Und das Ganze macht ihr 15 Mal. Also ihr braucht 15 Mal diese Kills. Wir zeigen das einmal. Also wir nehmen hier die Tech 56. Spielt keine Rolle, ob Hipfire oder im ADS das Ganze. Erster Kill, zweiter Kill und das war's. Raus und nächste Runde. Noch 14 Mal. Let's go. So, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich irgendwann vergessen habe mitzuzählen, wie weit wir eigentlich sind. Deswegen lass mal reinschauen. Einmal in die Waffenkategorie, Tech und dann hier nach hinten. Und da ist sie schon, die Chimera. Wahrscheinlich haben wir sie schon längst freigeschaltet. Viel zu lange hier rumgemacht. Also machen wir mal die Chimera. Hier ist das gute Stück. Und ich würde sagen, wir machen direkt mal eine Runde auf Chipment und gucken mal, was sie so kann. Oh, Leute, die fühlt sich aber sehr gut an. Mit dem integrierten Schalldämpfer. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt ausmacht, aber holy shit. Auch vom Recoil her, ein sehr schönes Ding. Also direkt der erste Schuss fühlt sich richtig an, so als ob man zu Hause ist mit dem Ding. Klasse. So, die Waffe ganz schnell auf Max gelevelt. Und zwar haben wir jetzt das Meta-Build. Ja, es hat sich schon rauskristallisiert, was so die besten Komponenten sind. Und zwar haben wir einmal den VLK-Laser für schnelleres ADS. Dann den Ravage-Shaft und den brünen Flashgriff für ebenfalls höhere Zielgenauigkeit und schnelleres ADS, also ADS-CZVS sozusagen, die schnell mal ins Visier gehen kann. Und der F-Tech-Ripper, eigentlich schon so ein Standard-Vordergriff mittlerweile, keine Nachteile und dafür auch hier eine höhere Zielgenauigkeit. Es gibt eine Abweichung von diesem Bild hier, wobei das jetzt so das gängigste Bild ist, das werdet ihr am meisten sehen. Einige spielen tatsächlich mit dem Lauf, als Lauf den 6,5 Zoll Lauf und kombinieren das Ganze mit einem Schalldämpfer. Das ist eine Kombi, die man spielen kann, allerdings verliert man dann 2 Slots, deswegen ist das eher das Bild, was man hat, und einige spielen noch ein 45er Magazin, ist aber auch eher die Ausnahme, weil auch hier ein Slot verloren geht und hier ist tatsächlich jeder Slot wichtig. Beim Rotpunkt natürlich eine freie Auswahl, was man benutzen will, ansonsten ist das Ding so fertig. So, dann wollen wir das Ding mal testen hier im Multiplayer. Also ich kann wirklich nur empfehlen, Shipment, man levelt die Waffen so schnell. Jetzt gucken wir uns mal das Meta-Loadout an. An dieser Stelle erstmal Dankeschön an die Kanalmitglieder, die diesen Kanal besonders unterstützen. Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, wenn euch das Video gefallen hat, würde mich über ein Like freuen oder über ein kostenloses Abo. Und jetzt werden wir erstmal eine Runde ballern. Wer quatscht denn hier schon wieder? The Bob. 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 Da, 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 oh. So, los geht's. Liebe Chimera. Schönes Ding.
In 3, in 2, 1. Wir machen rechte Flanke und gehen direkt über die. Über den Container. Oh, das war knapp. Ist der Kollege down? Ja, ne? Muss ich den Laser nicht zeigen? Okay, okay. Drohne geht raus. Drohne ist im Einsatz. Aufklärung online. Oh, und ich habe auf. Ich guck nur auf die Map. Ich seh so einen roten Punkt, denke, hä, wo ist der denn? Wo ist der denn? Ja, achso. Und da war natürlich schon im Container. Feindliche Drohne aktiv. Digis. Wir sind in Führung. Die kommen alle von hier. Von der Mitte. Wir haben eine Präventivgranate. Wir sind in Führung. Oh mein Gott. Oh, Deko. Weg. Oh, shit. Nein! Okay, hol die Vitol. Wo packen wir sie denn hin? Oh, ich seh nix. Oh, warte, ich seh nix. Kann ich abbrechen? Ich seh hier nix. Okay, packen wir sie hier in die Ecke. Verbündete Drohne online. Verbündete Vitol erreicht diesen Sektor. Wir haben die Führung verloren. Dreifacher Abschuss nochmal, okay. Ich seh nix! Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Wehe, einer schießt auf meine Vitol! Verbündeter Mörserschlag unterwegs. Alle in die Container! Macht sie fertig! Säubert die Container, Leute! Oh, das Bombardement! Nice! Holy shit! Säubert die Container! Hahaha! Regt er sich auf! Das ist gut. Säubert die Container. Vorsicht, Granate! Okay. Oh, da habe ich gepennt. Verbündete Drohne online. Verbündete Konterdrohne in Position. Drohne über uns. Oh, da waren drei. Auf wen denn sonst? Hier sind sie alle. Jo, GG's. Mission erfüllt. Gute Arbeit. Also another Knife Runner. GG's. Schön gespielt. GG's.